Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zum dritten Part von, ja, dem PTR-Gameplay mit dem Finsternis über Tristram, DLC. Es ist nicht ein kaufbares DLC, aber es ist auch nicht so gut angekommen. Ich habe es ja selber auch ein bisschen gesagt in den letzten zwei Parts. Es sieht alles aus wie normale Level aus Diablo 3, aber nicht aus Diablo 1. Und deshalb haben wir das Problem, dass wir einfach nicht so ein bisschen schon Langeweile verspüren und so weiter. Wenn auch nicht so schlimm, es ist einfach Nostalgie. Ich freue mich darüber, dass das endlich auch kommt im außerhalb der PTR, also in den Europa-Servern oder US-Servern oder Asia-Servern und so weiter. Und eben, ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich riesig. Das finde ich so geil, dass alles so groß ist jetzt. Sieht man den Ding viel besser. Also wenn es euch nicht stört, gell? So, wenn ich das jetzt kaputt mache. Ja, komm, normal raus. Aber ich muss das Bein kaputt machen übrigens. So, haben wir das Wirtsbein irgendwo? Das haben wir doch irgendwo hingetan. Ja, sonst nehmen wir das einfach am Schluss wieder auf, gell? Außerdem möchte ich noch den Schuft anheuern. Da den Bogen weglegen. Und er hat einfach nichts. Ah, ich tue einfach den Templer. Wie ich immer mache. Also ich mag einfach den Templer. Und hier tue ich noch verschrotten. Hä? Ah, die Anfangssachen können wir nicht verschrotten. Gut, wo ist der Händler? Das ist der Händler. So. Jetzt müssen wir direkt dorthin gehen, sonst bringt es nicht viel. Also dorthin gehen, durch das Portal laufen und so weiter. So, jetzt müssen wir nach oben wieder. So genial. Ja. Ach, ich freue mich wieder drauf. Also es ist ja eben nicht so gut. Aber es ist immerhin nostalgisch, also es bringt alles rüber, was ich eigentlich wollte. Und mehr muss ich auch nicht haben. Der Ding, der Tempel ist so dünn. Das ist irgendwie richtig altmodisch. Ach, wie cool. So, Stufe 1 haben wir gemacht. Jetzt sind wir auf Stufe 1 hier drin. Jetzt können wir auch ein paar neue Sachen finden, denke ich mal. Jupp. Aufspießen haben wir, okay. Prima. Ja, jetzt spielen wir das schön wieder durch. Ich zeige auch die Neuerungen im Patch, neuen Patch und so weiter, also wird viel noch kommen. Auf jeden Fall PTR süchtig wie die Sau wieder. Ja. Einfangender Schuss. Ist nicht so wichtig für uns. Lieber den hier nehmen. Der tut sich vervielfältig. Also er schießt immer weiter. Also durch Gegner durch und dann irgendwo rüber zu einem anderen Gegner, dann wieder irgendwo rüber zum nächsten weiteren Gegner und so weiter. Also richtig toll dieser Pfeil. So, das erste Mal haben wir durchgerannt, sind wir durchgerannt und diesmal werden wir eigentlich alles durchsuchen, hä? Und wer dazu keine Lust hat, der darf gerne ein bisschen überspringen. Aber vergesst nicht, immer wieder kann irgendwas
Cooles passieren. In diesem Dungeon sowieso. Jo. Stufe 5. Und die Qualität steigt ja bei mir auch wieder gleich mal an. Wenn ich das neue Headset und das Mikrofon habe. Und die Qualität könnte dann auch bald mal steigen mit einem neuen Bildschirm. Und ja, vielleicht schon vor Weihnachten der neue Bildschirm. Und das Headset sehe ich ungefähr in 2 Tagen. Wird cool. Ja, heilen haben wir immer genommen. Dann hier haben wir noch Krähenfüße jetzt, okay. Jetzt können wir mal kurz die Sammlung anschauen. Nehmen wir das. Das haben wir und das. So. Ja, ja. Schade, dass es noch so kurz ist, aber... Hey, ist doch nicht so schlimm. Also ist sowieso etwas, was nicht lang toll sein soll, und es soll auch kurz sein, weil ja ein paar Leute dann auch diese Sachen auch wieder haben wollen, die schon alles wissen. Die neuen Seasons oder so. Das wird sowieso, glaube ich, nicht Season gelagert, sondern immer wieder ist es schon drin. Man hat gesagt, man kann den Pixelfilter irgendwie ausmachen. Das möchte ich gerne, aber ich sehe nichts. Tja. Ja, dann halt nicht, aber... Vielleicht hier? Ich sehe es nicht. Naja, gut. Es geht. So, jetzt gehen wir hier runter. Da drüben ist noch ein Fass, genau. Aber immerhin zufällig, gell? Oder ist es nicht zufällig? Zufalls generiert diese Level. Okay. Muss es ja auch nicht unbedingt sein. Ach komm. Ist nicht so anspruchsvoll wie andere Gamer. Also ich zum Beispiel vor allem nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht so. Die meisten wollen halt immer das Beste. Oh, es muss immer das Beste sein. Das Beste werdet ihr wahrscheinlich dann bei mir, bei einem Entwicklerstudio von mir sehen. Oh, der ist sogar auch noch da. Lol. Aha, das ist... Der war verletzt, oder was? Dachte einfach, der Tempel wäre auch hier, wie in der Katakombe. Deshalb, aber ja, scheinbar ist es... Oder war das... Also das ist jetzt wirklich ein... etwas, was nicht erwartet war. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade hier gesehen habe. Das ist zu schnell gegangen. Aber richtig cool ist schon gemacht, auch wenn überall Bugs sind. Tja, ja, dann müssen wir weiter nach Süden, ja, nach unten. Also der Pixelfilter, der nervt eher. Es hätte viel besser aussehen können. Der sieht einfach sehr, sehr, sehr verpixelt aus. Mehr nicht. Ja, die Tranktaste. Wegen Puff of Exa. Sollte nach Puff of Exa wirklich nicht Diablo spielen. Dann ist alles immer wieder vertauscht. Aber hier gibt es ja keine mehrere Trankslots. Blizzard Jungs haben halt nicht so viel. Wollen nicht so viel einbauen. Ah, das wollte ich hier anschauen. Ja. Gute Sachen. Ich
brauche neue Skills. Gib mir noch ein Level ab. Lol, hier geht's schon irgendwo runter. Ja, eventuell werde ich jetzt doch ein bisschen schneller vorwärts machen. Es regt langsam auf. Es ist ein bisschen zu nervig mit einem neuen Charakter. Aber auf jeden Fall werden wir die Sachen holen. Halt auch noch mal im zweiten Durchlauf. Ich will jetzt nicht allzu oft noch zu lange hochladen. So. Da kommt er irgendwo. Richtig schön töten, danke. Der alte Schlechter und der neue Schlechter. Ein unzutrennliches Paar. Nerv nicht. Ah, ist ein Heilungsschein. Ich wollte aber einen Mana-Schrein haben. Jetzt nerv nicht herum, bitte. Lol. Hackebeil ist schlechtes. Das haben wir im ersten Durchlauf auch nicht aufgenommen. Hä? Also doch, wir haben es aufgenommen, aber haben es da gelassen, glaube ich. Oder so etwas. Ich weiß es nicht genau. Schnellfeuer, endlich. Rauchwolke. Salto. Ah, Salto. Ich liebe Salto. Müsst ihr wissen. So, was haben wir hier? Wir haben hier nichts mehr. Selbst diese Kammer, die war auch so angeordnet. Und war richtig cool damals. Ich hab's auf der PlayStation 2 oder 1 gespielt. Ja, 1 war's noch. Und es war richtig cool. Cool ist auch noch dieser Schal, die sie ja hat einfach richtig verpixelt. Ein Pilz müssen finden, ein Buch müssen wir finden. Sonst glaube ich nichts. Kann wirklich sein, dass ich noch etwas vergesse. Ich werde dann natürlich dann wieder reingehen. Jo. So, die erste Passive. Okay, wir können gerade nichts killen. Weil die Gegner alles von oben kommen. Wie viel sind denn das? Übertreibt's nicht. Hier müssen wir sowieso Lebensregeneration skillen. Du könntest ja die schlechtere Axt haben, hä? Wobei die besser ist. Bewegungsgeschwindigkeit auf einem Schwert. Cool. Hm. Lol, wie das aussieht von oben runter. Hast gut gemacht. Bravo. Oh, das sieht cool aus. Die Axt. Heftigst. Dankeschön, Blizzard. Aber eben sind halt einfach meistens die Haters, die halt haten. Und Blizzard macht nie, dass der Gegner in Form ständig immer dieses Gehate. Tja.
Na, langsam wird den Gegner recht. So. Brauche eine neue Waffe. Sonst muss ich mir eine kurz holen. Ist auch keine Ding, ja. Ich mache jetzt Bolas. So. Vernichtet in das Feuer. Ja, ist relativ lange ohne Fähigkeit. Es gibt eine schnellere Fähigkeit. Die mag ich eher. Ja, mal schauen. Wie das aussieht. Episch. Es ist ein bisschen blöd, dass man den Dungeon in einer Sitzung fertig machen muss. Man kann zwar speedrunnen, aber es nervt halt immer wieder hier runter zu gehen. Wahrscheinlich zwei Parts machen, ja. Klar. Mache ich wieder zwei Parts, einen kurzen und einen längeren. Also hier ist was, König Leorsks Gruft. Ja, ja. Chakram. Chakram. Nehmen wir mit. Ziehen wir an. Oh, krass. Ja. Unbedingt muss ich es planen. Hey, yo. Lieber Skelettkönig, sie sind ein bisschen dämlich. Deshalb muss ich sie wieder mal töten. Sie sind doch auch im Neuen, also sie sind doch wiederbelebt worden oder so. Das Gleiche, der Gleiche. Nicht wie der Alte, glaube ich, oder? War der Alte ungefähr relativ gleich. Ich denke, war ungefähr gleich, aber nicht allzu sehr. Ich kenne ihn nicht, also. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ja, Learix Krone. Oh, ist ja mega stark. Super. Vorbereitung. Blutrache. Wunderbar. So viele Gegner hier. Wow. Ich muss aber nochmal nach oben, wenn es hier weitergeht. Also wenn es hier weitergeht. Nein, es geht glaube ich nicht weiter, ja. Ist auf jeden Seite ist es zu. Aber wieso ist die Intelligenz drauf? Das verstehe ich nicht. Leoxkrone hat doch nichts mit Intelligenz, sondern mit Ding zu tun, mit Geschicklichkeit. Durchfächer. Bolas. Sprengstoff. Chakram ist noch nichts. Rauchwolke ist Auge um Auge. Salto ist nichts. Durchfächer ist auch noch nichts. Aber vielleicht gibt es einen besseren Passiven. Ja, ja, das ist wichtiger. So. Ach hier, wird das unser PvP... nicht PvP. RVR... nein, PTR-Charakter. Ich sag das immer falsch. Wo ich es richtig sagen will.
PTR Public Test Realm. Ich brauche mehr Disziplin. Ach, hab ich kein Disziplin mehr. Hab schon ein bisschen langweilig. Aber das ist einfach Nostalgie. Das muss halt auch ein bisschen langweilig sein. Weil früher waren die Games natürlich viel weniger anspruchsvoll. Also das, was die Spieler hatten. Also die mussten nicht so gute Spiele haben wie heute. Heute müssen ja alle so mega gute Grafik haben und alles mögliche zusammen. Und das ist nicht so gut. Der Anspruch sollte wieder geringer werden. Aber die Game Industry will das natürlich so und tut euch den Gefallen nicht. Die machen natürlich immer wieder bessere Effekte rein und alles mögliche steigt und steigt und bis alles explodiert und 20-fach zerstört wird. Ja, ja, hör auf zu lachen, blödes Skelett. Ich bin der, der lacht, nicht du. Was hat der denn gemacht? Ah, der ist... Boah, von dieser Säule. Da war ein Auge der Tod. Den will ich besiegen, aber von hier oben. Ich besiege einfach den von hier oben. Oh, ein Gold. Gold. Ja, da nehmen wir natürlich. In der Orks-Krone! Für Level 14. Schön. Ist zwar nicht das am schnellsten gefundene Leoni-Krone vom Level her, aber ist mir egal. Kommen wir dann ins neue Gebiet, neuere Gebiet. Das ist natürlich nicht neu. Das war nur ein Vorgeschmack. So, hier ist nix. Schade, schon 22 Minuten. Ich hatte im ersten Part nicht so viel zeigen. Aber es geht halt auch ein bisschen länger mit der neuen Charakterin. Oh, Holztrotz. Was hieß es? Man kann es fast nicht lesen. Idoltrotz. Okay. Naja, sich ab. So, was haben wir hier? Eine Armbrust, Wildmannshorn, Leitmannshorn, okay. Da ist noch einer. Schwarzasche, der Brennende. Das ist wirklich, das sind alles Charaktere, die es in Diablo 1 gab. Scheinbar. Alles Gegner. Ach, wie das cool aussieht mit der Armbrust hier in diesem Level. Ich bin von Helsing. Miss Helsing. Die hauen immer ab. Trotzspritzer. Der spritzt trotz. Wie geht? Hässlich. Ich hätte dieselbe Wahl getroffen. Nein, hättest du nicht. Ich bin immer besser als du. Immer. Ah, du kannst ja gar keine Rüstung da. Also da haben wir blutiger Korb. Och, sehr schön.
Jo. Ich mag das einfach. Blizzard soll mehr solche Sachen machen. Einfach ein bisschen mehr Qualität. Also bei Blizzard ist immer alles Qualität minus, dafür alles sehr viel teurer. Ist ein bisschen schade, also. Naja. Bei World of Warcraft geben sie so viel Mühe und bei Overwatch und bei Diablo 3 machen sie sich überhaupt keine Mühe. Dabei könnte das auch sehr viel Geld abwerfen. Das ist leider so. So, der Pilz ist wahrscheinlich unser. Nicht? Das ist ein neues. Lichthimmelband. Cool. The Heaven Stone is very powerful and very tiny, but please what bid you find it. I would prevent it. He will harness its powers and its use will be for the good of us all. Mhm. So, haben wir ein bisschen mehr Level, also mehr XP. Jetzt mal zuerst nach Westen. Ich glaube, da geht's nicht durch. Kann ich das alles mal so planen? Gut. Und eingesperrt in der Tor des Blutes jenseits der Halle des Feuers wartet der Heldenmut darauf, dass der Held des Lichts erwacht. Scheinbar ist das jetzt hier, wo man das, wie jetzt Bein, das Zeugs reinmachen muss. Ich denke mal. Auf jeden Fall müssen wir hier zurück. Das ist Ebene, das war das irgendwie 7 oder, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier noch nicht weiter. Da müssen wir dann dort wieder hin. Und gehen jetzt nach unten. Weiter. Ist alles so dunstig und so. Okay. Also jetzt noch nicht so viel. Beziehungsweise einfach zu viel Level. Zu lange Wege, aber es ist relativ wenig hier. Gestreckt. 100 Pro gestreckt. Blizzard streckt nur. Hahaha. Genau so ungefähr tun die immer Trollen in Form. Stinkflügel! Ja, ich will den Stinkflügel töten. Bitte fuhr's aber nicht. Was? Was habe ich bekommen? Einen Stab. Ah. Ich habe doch irgendwie noch etwas bekommen. Zwei Stäbe. Okay. So, und jetzt sind wir hier in Ebene 6 erst. Ja, ich muss unbedingt... Ja, ich muss halt wieder hier hingehen. Raschen wir dann durch, gell? Weil ich muss jetzt unbedingt Fußball spielen. Ich habe jetzt keine Zeit. Also, dann müssen wir einfach dorthin wieder, gell? Also hierhin. Und... Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.